Andi und Money von Creative Shots entschießen Bilder, auch bei extremem Zugwind. Doch das ist nur ein Grund, dass ihre Fotos gut sind. Da steckt Herz und Blut drin, weil sie herzensgut sind. Andi und Money von Creative Shootings. Ach, Samstag. Ja, was sollen wir machen? Keine Ahnung, shooten? Shooten? Samstag ist Shooten immer cool. Ja. Hast du eine Idee? Ja. Was denn? Lass uns ins Studio gehen. Studio? Lass uns mal was Spontanes machen. Spontan. Aber mit wem? Wollen wir uns fotografieren oder was? Ja, weiß ich nicht. Aber du mit deinem goldenen Haarwaff, das kriegen wir immer gut in Szene gesetzt. Ja, wir sind ja zufällig schon am Studio. Was ein Zufall. Ja, klar. Nur mit lass wem? Lass uns doch irgendjemand fragen. Ne? Lass uns doch. Lass uns doch mal. Was ist denn mit der Blonden hier? Ja. Hey, komm mal her. Hey. Hast du Bock zu shooten? Wer bist du denn? Hi, ich bin das, Laura. Das ist doch die Laura. Ach Gott, welcher Zufall. Guck mal, wer wir hier haben. Machst du mit uns was? Ja. Hast du Bock? Hast du ja. Zeit? Ja, zufällig habe ich Zeit. Hey, wir sind das spontan. Ist so ein Zufall. Bis gleich. Bis gleich. So, dann schauen wir uns jetzt mal an, wie die Mädchen hier geschminkt werden. Die Sina schminkt gerade die Denise. Und das habe ich selber noch nie gesehen. Die benutzt da quasi Airbrush-Technik für. Finde ich total faszinierend. Und ich würde sagen, wir gucken einfach mal rein. Ich habe langweilig, immer wenn ich die Maschine sauber machen muss. Alles nicht langweilig. What do you think, good bro? Are you ready? Andi, Bauchplatscher? Nö, ich habe mich schon fertig für Studium. Okay. Ja, ich soll mich dann halt irgendwie hinlegen und dann bin ich hier mit einem Teil drapiert oder so, hat sie gesagt. Ja. Und mal schauen. Ne? Okay, ich filme dann weiter, wenn du schon liegst. Ja, mach mal Schnitt. Okay. So, wir legen jetzt los mit dem Shooting. Der Andi hat sich jetzt auch ausgezogen und liegt inzwischen im Wasser. Und die Laura fängt an und macht ein paar Pflanzen um ihn rum. Ich zeig's euch mal. Auf jeden Fall die Leiter. Oh, den Bart hat sie aber gut weggeschminkt, die Sina. Ja, ne? Jo. Warte, der Stuhl könnte auch reichen zum Draufstellen. Ja, der ist halt eine gute Lösung. Ich mach mal Make-up. Im Wasser wird geschminkt. Jawohl. Rein. Völlig unprofessionell. Laura. Hallo. Hallo, was machen wir denn hier? Wir fotografieren bei Available Light offenblendig im Planschbecken mit Plastikblumen. Jawohl. Keine Blumen. Ausnahmsweise keine Blumen. Dschungelpflanze. Plastik-Dschungelpflanze. Ja, aber warum sah es auf der Kamera teilweise nicht so aus? Andi zeigt gleich schon. Das wundert mich. Das ist scharf. Zeig ich mal her. Hier gibt es auf jeden Fall. Ja, sowas ist schön. Dann die Finger länger, weil sonst sehe ich die Farbe gar nicht. Also. Willst du alles hell haben und dann ja selber abdunkeln? Ja, das ist wahrscheinlich am einfachsten, denke ich. Weil sonst machen wir mehr am Licht rum, als dass wir fotografieren. Ja. Okay, ich fange jetzt an, Denise. Vielleicht so ein bisschen. Die Hand unten, leg einfach mal zur Seite. Vielleicht kannst du dir das ein bisschen. Leg dich mal so hin, dass es ein bisschen natürlicher ist, weil gerade bist du arg verdreht. Also kommt wieder ein bisschen mittiger. Kopf mit, leg dich erstmal gerade hin, dann mache ich alles. Genau. Genau, Kopf ein bisschen mittiger. In die Mitte schieben. Genau. Frisch. Die Haare sind oben auch immer noch ein bisschen trocken. Was? Ja. Sehr gut. Rutsch noch ein ganz kleines Stück nach unten. Ja, super. Ja, perfekt. Jetzt kannst du deine Haare ein bisschen verteilen. Auch ruhig über die schwarzen Pfleger. Leider ist an der unteren Lippe schon kein Schminke mehr. Aber es sieht trotzdem noch gut aus. Sag nochmal Bescheid, dann mach ich nochmal. Okay, und die oben hat einfach so in die Taille, weil sonst hat man zu viel von allem. Genau, sehr gut. Auf drei. Eins, zwei, drei. Sehr schön. Am zweiten Set.
Und ja, das machen wir immer noch mit der Denise. Und zwar direkt nach dem Poolset hat sie noch ein bisschen nasse Haare. Und dann haben wir hier in dem Mietstudio mit dem Dschungel, haben wir so ein kleines Dschungelset aufgebaut. Und jetzt ist sie da mit den langen Haaren, mit den nassen langen Haaren. Und Andi macht wieder einen Quatsch hinter mir. Und ja, das ist jetzt das zweite Set. Guckt ein bisschen zu. Laura ist gerade dabei. Wir müssen gleich, bevor ihr fahrt, auf jeden Fall noch ein Teambild machen. Ja, auf jeden Fall. Okay. Okay. Na, laber auch ein bisschen quatschen. Laberababa. Ich finde, die Denise macht das schon gut mit dem Labern. Das ist leicht schwierig. Zeig mal, ich habe ein bisschen anders gehalten. Mir ist so. Du hast hochgemacht, überhaupt. Oh, ich möchte gleich auch. Ja, natürlich. Hallo. Natürlich. Ja, sehr schön. Dschungelkämpfer gestern, wir sind einfach viel geiler. Ich bin ein Star, holt mich wieder raus! Oh, Laura-Foto. Ja, das ist Hammer. Mach mal ein Laura-Foto. Ich mach ein Laura-Foto. Laura-Foto-Style. So, Achtung. Das Model hat auch Laura-Style. Oh, super. Mach noch eins. Boah, das wären voll die Laura-Fotos, ich weiß es genau. Sag mal. Wollt ihr mal sehen? Guck mal. Das sind voll Laura-Style, oder? Hammer. Das sieht eigentlich ganz geil aus. Ich möchte gleich ein Foto so machen, aber dann offenblendig. Zeig mal. Ein bisschen zu viel Gemüse drum. Nein. Darf ich gleich ein Gemüsefoto machen? Ja, aber ich hätte das lieber oben. Ich mache gleich ein Gemüsefoto. Ja, ich mach das ja nicht so oft. Ja, okay, warte, ich filme mal ein bisschen, wie du übst. Ja. Ja, cool. Ja, ist wichtig, dass man das Posing auch mal vorher übt, finde ich, oder? Mama, was sagst du dazu, Laura? Ist wichtig, oder? Ist wichtig, Posing. Vor allen Dingen die Hände, ne? Ja. Wir brauchen eine Selfie-Stange. Oh. Mann, jeder normale Mensch hat eine Selfie-Stange. Das ist nicht normal. Sind wir normal? Okay. Anni, Zeit für Social Media, oder? Nö, das ist für Familienalbum. Ich mach so ein Zeug nicht mit Social Media und so. Ja, mega. Schlägt der abends immer ein ins Fotoalbum. Ja. Kleine machen? Ja, super. Ja, perfekt. Ja, ganz schön. Und jetzt zum Beispiel. Super. Sehr gut. Auch mit dem Schatten eigentlich ganz spannend. Laura, was machst du denn eigentlich mit dem Gemüse vor der Kamera? Tief ins Bild zaubern. Ah. Ich würde ja nicht sagen Frauen und Technik, aber ich kann sagen, du bist blond, oder?
Das darfst du sagen, das kann man nicht mehr vermeiden. Das Chaos ist auch schon perfekt. Ich gucke gerade noch wegen dem Licht. Ach so. Aber das passt. Oh, sieh mal. Das haben wir so viel gegeben. Du musst ruhig sein. Schick die mal raus. Ich muss immer lachen mit ihm. Diva-Alarm! Hier, Andreas, unser allergrößte Diva. Die Handtasche, Snickers. Die Handtasche muss lebendig sein. Ja, mach mal nur eine Hand. Welche? Die? Ja, so ist gut. Eine Make-up-Artistin auf Abwägen. Und jetzt böse. Jetzt tu mal so, als wenn du schreien willst. Ich kann doch nicht schreien, ist ja keiner hier bei drei. Ich kann aber nicht schreien. Doch, kannst du. Natürlich, das war jetzt Orgat. Schrei. Bei 3, 1, 2, 3. Das sieht mir aus, als wenn du lachen würdest. Du musst dich. Bei 3. Sehr geil. Böser Blick, böser. Guck mal so leicht nach da oben. Also so. Oh Gott, ey. Geh mal insgesamt wieder ein kleines Stück zurück, weil das Licht nicht mehr ganz still, ja. Jetzt in die Kern gucken. Mach die Hände mal so. Und so richtig alle Spannung, der ganze Körper auf Spannung. Fotografen müssen Posen vorgeben können, das ist ganz wichtig. Der ganze Körper auf Spannung. Und jetzt auch, als wenn du einen Schritt vorgehst. Gar nicht so vorbeugen, sondern so den Schritt so vorgehen. Wie so eine Hexe oder so, weißt du? Als wenn du jetzt auf... Du kannst auch auf drei so machen. Ich stehe schon so. Okay, ja, komm. Böser Blick. Warte mal, nochmal. Denise sieht auf den Kameraaufzeichnungen am allercoolsten aus. Mit ihrem Handy im Hello Kitty. Denise braucht keine Spiegelreflexkamera für gute Fotos. Mach mal eine komplett andere Pose, fällt dir noch irgendwas ein, wo du zum, jetzt ist die Hand recht hell. Ja, mach dir mal von oben. Ja. Achtung, böser Blick. Warte, ich gucke erst aufs Licht. Boah, komplett anders. Bist du auch? Zeig es uns. Mhm. So war vorher. Ja. Seht ihr den Unterschied? Nein. Schatten, so viele Schatten. Ja, bleib so. Meinst du nicht? Ja, ihr beide. Böser Blick wieder. Wir machen mal ein Mädchen auf. Jawohl. Nochmal für die Kamera. Dö-dö-dö-dö. Anni, du musst ein bisschen weiter raus jetzt. Was muss ich? Nee, jetzt ist gut, wenn sie die Flügel einlegt jetzt. Oh, Alter, ich fall gleich tot um. Ich mach gar nicht mit dir! Ich mach doch gar nichts! Ich hab noch nie mit so viel Stil einen Blitz halten. Super. Chillkröte! More Drama! Super. Willst du ein paar machen, Anni? Aber ich hab dir so eins zu eins. Ja, das Dann können wir auch so einen machen, aber dann. Weißt du, das ist so richtig, Leute. Du bist so abgespackt, einfach nur. Oh Mann, ich will Dinge im Leben nicht normal. Wie soll es nochmal sein? Wie in dem Moment dich im Kopf vorstellen, wie aus der Phönix aus der Arche. Kannst du auch so Naja, sie ist ja heute nicht Jesus. Ja, Dämonen. Ja, das sieht geil aus. Ja, das sieht wirklich geil aus. Man muss dem Model recht geben, das hat tolle Ideen. Sieh mir doch einfach aus. Wow. Richtig geil. Der passt doch gar nicht dazu. Sehr sexy. Wir haben dich oben drüber anziehen. Oder so als ja, das ist wunderschön. Aber du musst jetzt so eine Pose machen. Was sagt ihr denn dazu? Ja, so. Da fehlen einem die Worte. Also ich dachte, wir sind schon schlimm, aber die drei. Ja. Selbst Andi schämt sich da fremd. Das soll schon mal helfen. Der Schöne und das Beste.
nämlich jetzt auch geschminkt und wir dürfen sie fotografieren. Mal gucken, was wir draus machen. Gehen wir mal eben hoch. Das Studio ist nämlich auf 2 Ebenen. Noch. Schauen wir mal. Dürfen wir? Da sind sie. Ungeschminkt. Oh, die war vorhin nicht da. Oh, oh. Ich hab auch schon eine Lesson. Kannst du auch nie haben. Oh. Natürlich. Hier ist immer noch böse. Oh, krass. Wir sind so gut im Timing. Ey, geht das auch ein bisschen schneller? Ey, Andi, ich will nicht mehr jetzt. Mach, du hast das aufzuräumen. Du hast dir die Sauerei gewünscht und jetzt hast du es. Das war lauter. Nee, du hast, wolltest auch unbedingt. Wasser. Ein bisschen flott. Dschungelset und das Wasserset hinter uns. Das Model macht sich bereit und fährt gleich nach Hause. Und wir haben aber noch ein Model gefunden. Die Laura. Die macht den Einhorn für uns. Und die sieht gut aus. Schaut mal. Schaut mal hin. Und nachher machen wir noch ein Porträt, ein paar Porträts mit offener Blende und diesem Gerät. Das ist nämlich ganz cool. Da schaut man so da durch und da kriegt man schöne Augen, hat man mir gesagt. Noch schönere. Okay. Zieh's an. 3, 2, 1. Super. 3, 2, 1. Klasse. Zeig mal. Scharf. Das davor. Das davor. Das davor. Läuft. Einhornstyle. Wir sind gerade live dabei, wenn Laura Helena als Einhorn vor der Kamera steht. Soll ich es euch mal zeigen? Seid gespannt. Kann bitte jemand mal die Einhorn, letzte Einhornmusik singen? Dagegen. Ja, das Dunkle. Das ist richtig geil. Krass. Cool. Und jetzt machen sie gleich noch eins mit dem richtig für dich da mit dem. Oh, geil. Hätten wir jetzt noch einen Fotograf hier, der könnte das nur fotografieren. So, jetzt machen wir noch ein letztes Set mit der Laura. Und zwar, wenn ihr mal hier durchguckt, sieht das nämlich jetzt schon total cool aus. Achtet mal auf die Augen. Die Effekte, diese Ringeffekte in den Augen. Ja. Und das kommt nämlich von dieser coolen Lichtwand hier, wo einfach nur Glühbirnen drumherum sind. Und ja, das ist unser letztes Set. So ein Beauty-Bild mit der Laura. Ein bisschen zur Seite. Ja. Und dann ist der coole Tag auch schon lange geschafft. Cooler Tag geht zu Ende zusammen mit Laura, mit Denise, mit Celine. Celine, ja. Oh Gott, wir machen es nochmal. Egal. Das ist schlimm. Meine Oma sagt auch immer 5 andere Namen, bevor ihr meine eingefallen ist. Hier ist immer Laura, dann am Mann. Ja. Dominik, Vincent, Nils, Marius, Nina. So, der coole Tag geht zu Ende zusammen mit Laura, mit Sina, mit Denise,
mit Andi. Wie Andi heißt der nochmal? Ich bin zufällig vorbeigekommen. Ja, war ein richtig cooler Tag, wir hatten Spaß. Schaut auf jeden Fall auf die Facebook-Seiten vorbei. Alle sind wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Mietstudio Wuppertal. Super, ja, echt eine coole Sache. Ist zwar jetzt ein bisschen durcheinander, aber das wird, die Jungs bauen hier um und das wird richtig so fett. Und so konnten wir es nicht schlimmer machen. Cool, also. Vielen Dank, dass ihr da wart. Hat Spaß gemacht. Danke, dass ihr gekommen seid. Ja, wir machen es nie wieder. Und wir haben ein Dream Team, auch wenn wir es nie wieder machen, haben wir keine Und es hat wie immer gar keinen Spaß gemacht. Ja, war null. Total scheiße. Gar nicht. Die Bilder sind auch scheiße. Wir arbeiten daran, dass es irgendwann mal Spaß macht. Genau. Wir hören alle auf damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Thank you.